Neulich war ich auf der Suche nach einem kleinen, aber praktischen Smartphone-Ständer zum Ausdrucken. Nach kurzer Suche fand ich eine einfache Lösung. Ich druckte sie aus und baute sie zusammen. Aber ich war so unzufrieden mit der Qualität und der Benutzerfreundlichkeit, dass ich beschloss, meine eigene zu entwickeln. Ich habe klare Anforderungen. Der Smartphone-Ständer soll genug klein sein, um es immer in der Tasche dabei zu haben, aber auch einfach zu benutzen. Er soll das Smartphone in möglichst viele verschiedene Positionen halten können und er soll auch für jeden einfach zu bauen sein. Dann habe ich genau das im CAD-Programm umgesetzt. Damit der Smartphone-Ständer nicht fummelig wird, will ich unbedingt, dass sich diese Arme gleichzeitig aufklappen, auch wenn ich nur an einem ziehe. Das mag vielleicht unwichtig klingen, das ist aber für mich ein sehr wichtiger qualitativer Aspekt. Um das umzusetzen, will ich die beiden Arme über die Achse verbinden, die aus einem 3D-Druckfilamentstück bestehen soll. Kompliziert wurde es, als sich die Frage stellte, wie die Arme auf der Achse genau festgemacht werden. Ich habe sehr, sehr lang probiert, sie durch Reibung auf die Filamentachse zu befestigen. Dabei stellte ich jedoch fest, dass sich die Toleranzen bei jedem Drucker ändern könnten, was das Teilen dieses Modells komplizierter machen würde. Ich habe mir eine andere Lösung dafür überlegt, und zwar Sekundenkleber. An den Stellen, wo die Achse durchgeht und sie fest sein soll, habe ich kleine Löcher eingefügt, sodass man darin Sekundenkleber reinlaufen lassen kann. Eventuell kann man auch zum Beispiel mit einem Lötkolben die Filamentachse mit dem Arm verschmelzen. Das war's schon mit dem Design. Lass uns den Ständer jetzt drucken und zusammenbauen. Ich zeig dir jetzt wie und das ist ganz einfach. Die genauen Druckeinstellungen findest du in der Anleitung. Zuerst muss das Filament, das durch die Spule gekrümmt ist, mit einem Föhn leicht erwärmt und gerade gebogen werden. Falls nötig, kann man auch noch die Löcher mit einem 2 mm Bohrer erweitern. Dann kann das Filament durch die entsprechenden Löcher gesteckt und die überstehenden Enden abgeschnitten werden. Anschließend wird mit einem Tropfen Sekundenkleber pro Loch die Filamentachse befestigt. Das Ganze für alle drei Achsen wiederholen und fertig. Falls du auch diesen Smartphone-Ständer ausdrucken möchtest, ist er in der Beschreibung verlinkt. Für diejenigen, die mich unterstützen möchten oder einfach keinen 3D-Drucker haben, werde ich 10 bis 20 Stück auf eBay verkaufen. Lass mal jetzt testen, ob die einen Laptop halten können. Es geht. Wow. Fast könnte man hier arbeiten, ne? Vielen Stunden konstruieren und drucken, muss dieser Smartphone-Ständer einfach sehr gut sein. Ganz objektiv betrachtet natürlich. Aber Spaß beiseite, ich bin sehr zufrieden. Es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgenommen hatte. Und ich hoffe, dieser Smartphone-Ständer gefällt dir auch. Lass mich wissen, was du denkst, unten in den Kommentaren. Vergiss auch nicht, das Video zu liken und dich zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.